Wenn ich mich jetzt gerade etwas seltsam anhöre, dann liegt es an diesem sehr speziellen und sehr alten Mikrofon mit der schönen Inventarnummer RAVAG 001. RAVAG, das steht für Radio Verkehrs AG und die hat genau heute vor 100 Jahren, am 1. Oktober 1924, mit dem Radiobetrieb in Österreich begonnen. Nur wenige tausend Menschen konnten das damals hören. 100 Jahre später erreichen die ORF-Radioprogramme jeden Tag 4,5 Millionen Hörerinnen und Hörer. Wir feiern den runden Geburtstag am 18. Oktober in einer großen Fernsehshow mit heimischen Stars. Für die Proben heute ist man tief ins Radioarchiv und in die Radiogeschichte gestiegen. Allen Leuten, die für uns heute was tun müssen, damit wir feiern können, einen schönen guten Morgen. Was gibt es Neues? Was gibt es Neues? Neues hat das Radio immer gebracht. Seit 100 Jahren auf mittlerweile 12 ORF-Radiokanälen. Ist der Google-Hub. Das Ding heißt FM4. Ich danke auch, aber jetzt red's mir bitte nimmer rein, weil ich möchte mich jetzt mit meinem Publikum unterhalten. Danke. Für die Proben zur musikalischen Zeitreise 100 Jahre Radio im ORF-Zentrum hat man nicht nur das ORF-Radiosymphonieorchester eingespannt, sondern auch ein großes Star-Aufgebot mit an Bord geholt. Prominente Künstler erinnern sich. Also ich verbinde mit Radio vor allem einfach so Familie, weil wir das immer in der Küche mehr oder weniger gehört haben, eben beim Essen, beim Frühstücken, also beim Mittagessen. Und das war immer in diesem zentralen Raum, wo sich halt viel abgespielt hat. Küche, Esszimmer und da lief das Radio. Welcher Sender? Das war wahrscheinlich U3, nehme ich mal an. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber wahrscheinlich. Das, ja, genau. Österreich 3. Es waren so viele Dinge. Und vor allem war das eine Zeit, wo Beatles groß geworden sind, die Stones. Also es war das Hören des Transistorradios unter der Decke eigentlich sehr prickelnd, fast sexy. Dann war das immer ein Pflichttermin, am Sonntag, am Nachmittag eine Sendung zu hören, die da hieß, wer ist der Täter oder wer war der Täter? Und dann ist Mama, Papa, mein Bruder und ich immer gesessen in der Küche vor dem Radiogerät und haben mitgerätselt. Für mich war Radio immer extrem wichtig, weil ich komme ja extrem vom Land und meine erste CD habe ich erst besessen mit, ich glaube mit 16 oder so. Und Radio war immer so ein bisschen ein Tor zur Welt. Wie wir mit Heimkommensbrot zusammen sind, da kann ich mich erinnern, irgendwo habe ich das sogar mitgefilmt. Das normale Fernsehen wird irgendwann überholt werden, weil Menschen bei Abruf immer so, und ein Radio rennt aber im Büro daneben, ein Radio rennt in der Werkstatt daneben, ein Radio rennt im Auto. Deswegen wird es das nochmal 100 Jahre geben oder solange es die Menschheit noch geben wird. Bitte nur nicht hudeln, die Zeit hat's in sich. Man sagt, die Zeit weilt, sie eilt, sie teilt und sie heilt. Brigitte Xander, Heidemarie Isop, Ernst Grissemann, wenn wir da alle wieder gehört haben.